Moin, hallo und willkommen zurück zu Staxel. Ich sammle nochmal schnell die Sachen von der Farm ein, weil das gerade fertig ist. Steckrübe, kann ich Zucker draus machen, glaube ich, ne? Oder was war das? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Ich werde die gleich mal verarbeiten am besten. Zumindest ein Teil davon. Glaube ich, 12 habe ich. Okay, dann werde ich die Hälfte verarbeiten. Und ich kann ja nochmal schnell bei Mabel und Flora vorbeischauen. Hallo, ihr beiden. Tut mir leid, dass ich zu spät da bin. Ich war noch ein bisschen beschäftigt. Du bist gerade beschäftigt. Okay, dann lasse ich dich mal. Du bist auch beschäftigt. Ihr seid beide beschäftigt. Kann ich jetzt? Darf ich jetzt? Dankeschön. Da bist du. Dankeschön. Kann ich mal kurz hier... Ich muss mal kurz da gucken. Da hast du nämlich noch ein bisschen... Okay, dein Geschäft noch gemacht. Hast du dein Geschäft hier auch noch gemacht? Da war nichts mehr? Okay. Na gut. Dann macht's gut, ihr beiden. So, dann, wie sieht das hier aus? Verfügbar, Bienen sind aufgebracht. Okay. Das Honig kann ich auch noch, sammeln. Dann mache ich das mal alles ein bisschen kreuz und quer. Ich habe jetzt allerdings nur zwei da. Ich habe die alle drei. Verfügbar, verfügbar. Das heißt, ich muss nochmal Glas besorgen. Das ist ja jetzt schlicht gerade. Hier brauche ich ein Glas. Okay, das kriege ich gerade noch schnell von Leif. Lauf, lauf, lauf. Perlen ist auch noch da. Ach ja. So. Wäre natürlich abgefahren, wenn Amy auch zu Besuch hier bleiben würde. So, aber die ist, kann ja immer nur im Winter da bleiben. So. Hallo Leif, ich brauche nochmal... Hast du noch ein Glas hier auf Lager? Da. Ich nehme mal ein Glas mit. Dankeschön. Mach's gut. So, hallo. Die Rüben werde ich nochmal verarbeiten jetzt. Ich bin überlegen, ob ich die alle verarbeite. 12. Ne, ich werde, glaube ich, 8 Stück verarbeiten und die restlichen werde ich, glaube ich, erstmal lassen. Mein Inventar ist sowieso ein bisschen voll. Und dann, kann ich nämlich, hoffentlich wieder neue Rüben anpflanzen. So, erstmal beruhigen. Und einmal Honig, bitte. Dankeschön. Dann euch auch nochmal beruhigen. Dankeschön. Und euch auch nochmal beruhigen. So. Ich habe nichts mitgekriegt. Ihr habt nicht gesehen, dass ich den Honig mitgenommen habe. So. Der kommt erstmal da rein. Und dann muss ich nochmal ein paar Tomaten schnibbeln. So. Zweimal schneiden, bitte. Regen. Ja gut, Schnee haben wir ja da oben. Das ist tatsächlich der Fall. War das vorher auch schon da? Das kommt mir wie neu vor. Wie kommt mir alles neu vor? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. So, einmal einsammeln und einmal drauf da. Und die Milch, wo habe ich die denn hingestopft schon wieder? Ich habe immer noch das Handy hier, von wem auch immer. So, nochmal eine Runde kochen. Kriege ich 1000 zusammen. Das ist natürlich nicht schlecht dann. Dann habe ich ein bisschen mehr Geld übrig. Aber ich glaube, ich werde jetzt die Hütte dann von Emilia fertig werden machen. Wobei, das gefällt mir eigentlich noch nicht so. Ich hätte gerne eine bessere Sitzecke, da muss ich zugeben. Das mit dem Sofa ist ein bisschen Banane. Und die Kommode würde ich gerne noch reinsetzen. Da muss ich nochmal gucken. Kann ich mir im Augenblick aber nicht leisten. Oder ich muss noch ein bisschen abwarten. Das wäre noch die Alternative. Dass ich noch ein bisschen länger warte. Das kann ich noch verkaufen. Das kann ich jetzt noch wegräumen. Stimmt, ich wollte nochmal gucken, wie das mit dem... Eigentlich müsste ich... Dass, ja, ist das, die Bäume eigentlich pflanzen können, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht. So, die Hälfte verarbeite ich mal. Gucken wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Ratter, ratter, ratter. Gut, dass ich das Ding schon gekauft habe hier. Steckrübensamen. Dann brauche ich bei Leif die nämlich eigentlich nicht mehr einkaufen. Wenn ich genug auf Vorrat habe, kann ich eigentlich nochmal ein bisschen was machen. Ich hätte gerne mal ein richtiges Regal, wo ich halt die Samen hinpacken kann. Dann hätte ich nämlich auf jeden Fall dann immer was dann zum Einpflanzen. Es wäre gut, wenn da noch dran stehen würde, wann man das nutzen kann. Das sehe ich halt immer nur, wenn ich das anklicke, glaube ich. So, 10 haben wir schon. Das ist auch ein bisschen doof, dass es hier reinragt, leider. 12 brauche ich, ne? 11 habe ich rausgekriegt. Das ist ein bisschen bescheiden, muss ich zugeben. Dann brauche ich hier nochmal eine.
Die muss ich nochmal verarbeiten. Jetzt habe ich bestimmt 13, ne? Ja. Na gut, dann habe ich 13. Ist auch egal. So. Einpflanzen. Kann ich, glaube ich, Zucker draus machen wieder, ne? Ich glaube ja. Könnte ich wieder Halloween-Bonbons draus machen. So. Das war, glaube ich, stimmt, das war, weil ich die falsch gesetzt hatte da. Und dann, deswegen sind die da fertig und da nicht. Dann pflanze ich das noch hier. So. Das ist alles weg. Die Rüben könnte ich eigentlich verkaufen, ne? Machen wir einfach mal, komm. So. Da rein. Da rein. 1551, ja, das ist ein bisschen. Die Sachen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das bleibt vom Haus übrig, ne? Kann ich eigentlich auch verkaufen dann. Weil bauen tue ich das eh nicht mehr. So. Wie viel gibt es denn dafür? Steht nicht. Boah, doch immerhin noch 100. Knapp 100. Siehst du, für einen Balken habe ich doch noch genug Material. Hätte ich noch einen Balken setzen können. Ach, ist egal. Die Lampen setze ich dann da noch rein, wenn ich die Decke eingesetzt habe. Bestehen kann ich ja jetzt erstmal nichts mehr. Naja. So. Dann hätten wir das noch. Die restlichen Sachen verkaufe ich später. Ich weiß gar nicht, wozu ich das Bauholz hier noch habe. Bin mir nicht sicher. Den Tisch, den... Ne, das ist ein Pfotenstuhl. Stimmt, da weiß ich noch gar nicht, wo ich den... Kann ich den noch irgendwo hinsetzen? Tja, Das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil es hier echt... ist echt kein Platz, leider. Ich könnte den Stuhl hier wegnehmen. Warte mal. Gib mir den Stuhl. Und setz den Stuhl dann dahin. Sieht viel cooler aus. Aber warte, ich muss den nochmal wegnehmen. Der muss anders stehen. So. Du musst nochmal gedreht werden. Sieht natürlich auch cool aus. Ne, du musst so rum. So. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Okay. Dann, den Stuhl. Weiß ich noch nicht. Den könnte ich vielleicht noch für irgendwas gebrauchen. Ich stelle ihn erstmal ins Regal. Platz habe ich ja noch. So. Okay, das habe ich. Stimmt, ich wollte hier noch ausbauen. Hier auch noch. Oh Mann. Muss ich mal gucken, wann ich das mache. So, die Sachen verkaufen. Das kommt erstmal dahin. Laterne habe ich noch. Die könnte ich noch. Komm, wir pflanzen die draußen noch irgendwie um die Ecke. Hier haben wir die beiden. Wenn ich jetzt hier in die Ecke noch. Warte mal, die sitzt da. Die muss ich drehen. So rum. Jetzt müssen wir da hin. Ja, passt schon. Ist okay. Da könnte auch noch einer hin. Wenn ich da noch einer habe und dann auf der anderen Seite noch zwei, dann wird das passen hier. Da ist wieder ein Käfer. Ach, ich lasse die erstmal so. Kann ich später nochmal anders basteln. So. Das war das. Das packe ich jetzt mal dahin. Wenn ich die anderen Sachen verkaufe später hier noch, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Dann passt das schon. Kann ja ein bisschen aufräumen hier. Mal schauen. So. Dann gehe ich mal. Wo gehe ich denn mal hin? Gehe ich mal in die Kneipe, würde ich sagen. Mal gucken, ob Farmfan noch da ist. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr besucht hier. Whoop. So. Hallo Ron. Was Neues? Aliel. Was kann ich heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte? Hier scheint kaum was los zu sein. Okay. Aliel, haben wir noch was zu plaudern? Lass uns plaudern. Dieser Leif ist eine seltsame Gestalt. Er hatte den Laden schon, als ich noch ein kleiner Junge war. Er scheint seitdem kaum gealtert zu sein. Naja, das liegt daran, dass er ein Elf ist, ne? Mach's gut, Ron. Ist Farmfan hier irgendwo? Da ist Farmfan. Hallo, Farmfan. Hey, Aliel. Anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Dankeschön. Vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. Coole Sache, ein Farmerstrohhut und eine Bananenstaude. Frühling, Herbst und Sommer kann ich leider noch nicht einpflanzen. Das ist doof. Aber naja. Bananenstaude. Ein Farmerstrohhut, das ist ganz cool. Mach's gut.
Kann ich den eigentlich schon? Doch, den müsste ich eigentlich aufsetzen können. Aber jetzt im Winter sieht das sowieso nicht so gut aus. Der Bürgermeister ist auch noch unterwegs hier. So. Ich mache mir mal wieder auf den Weg nach Hause. Wird auch langsam dunkel. So, dann werde ich gucken, ob ich morgen dann hoffentlich das Haus endlich fertig kriege, was eher ewig gedauert hat. So, ab ins Bett. Der Monat ist schon wieder fast rum hier. Mann, die Hälfte haben wir schon geschafft. Einmal aufwachen, bitte. Das Festival ist zu Ende. Jetzt steht es doch dran, okay. Also kriegt man das doch definitiv mit, wenn das Festival zu Ende ist. So, Deckbalken noch. Morgen Maya. So, ich gebe dir noch was zu futtern. Dann mache ich das nämlich jetzt gerade noch fertig. So, einmal Futter für dich, bitteschön. Das Futter reicht noch bis morgen. Oh Mann, ist ein bisschen knapp jetzt hier. Morgen, Mabel, tut mir leid, dass ich dich bisher erholt habe. So, hast gerade noch beschäftigt. Das sammle ich mal ein. Und dann hätte ich gerne noch was von euch beiden. Dankeschön, Flora. Dankeschön, Mabel. Macht's gut. Ich muss das auch noch umbauen, die Hütte. Es gibt noch so viel zu bauen. Muss ich mal schauen. So. Dann hätte ich gern nochmal die. Und dann muss ich jetzt hier noch ein bisschen Platz schaffen. So. Wo habe ich die denn jetzt da? Das kann ich auch gleich verarbeiten. Nicht natürlich alles neben der Kacke. Kommt immer gut. So. Einmal das. Das kommt dahin. So, diesen Mixer hier, muss ich sagen. Wobei der Mixer ziemlich abgefahren ist, dass der Scheibe schneiden kann. Ich kenne zumindest keinen Mixer, der das schafft. So. Okay. Zumindest habe ich so einen noch nicht gesehen, der das so schneiden kann. Sorry. Dass da Scheiben warum kommen. So, dann habe ich das auch schon erledigt. Ich muss echt mal so eine Werkstatt oder sowas auch noch haben. Hier, das wäre auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich noch was bestellen, ne? Genau. Möbel, eine Kommode oder ein Bücherregal. Aber ein Bücherregal auch nicht schlecht wäre, ne? 290, das Bücherregal bestelle ich mal. Die Kommode... Komm, die Kommode bestellen wir auch nochmal. Und dann hätte ich gerne noch Blumen. Die waren hier vorne? Genau, hier in dem Topf drin. Was bestelle ich denn mal? Ich glaube, die hier, ne? Die Rosen sehen ganz schön aus. Da bestelle ich mal einen. Ja, das muss reichen, oder? Und noch ein Bonsai. Ja, komm, Bonsai bestelle ich auch nochmal. Jetzt habe ich nur noch 500. Mann. Wenn ich schnell liefern lassen will, 340. Wow. Nee, das mache ich dann lieber nicht. Dann muss ich halt noch bis morgen warten. Noch einen Tag Verzögerung. Es verzögert sich immer. Wie auf dem Bau. Der Termin ist dann und dann und es wird nicht fertig. So. Aber vor Weihnachten kriegen wir das noch hin. Das muss ich wieder drehen. Okay. Zack, zack, zack. Muss ich noch die Lampen einbauen? Ich frage mich ja, ob denn Emilia direkt auftaucht hier oder ob sie noch ein bisschen braucht. Ein Schminktisch wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So. Dann bauen wir das hier alles noch ein. Die Decke ist ja schließlich noch nicht drin. Die Lampen will ich ehrlich gesagt noch nicht einbauen. Es wäre schön, wenn man das noch freigeben muss erst hier dann, dass der Charakter vorbeikommt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der kommt schon vorbei, sobald das hier fertig ist. Und ich habe draußen eigentlich auch nicht die... die Dekoration reingebaut und die Zäune müssten da eigentlich noch hin. Es gibt noch so viel zu tun eigentlich hier, aber Emilia kann ja schon einziehen. Ich kann das ja, glaube ich, noch nachbauen, dann draußen zumindest. Hier drinnen weiß ich nicht, wie das aussieht. Perfekt. Fertig. Sehr schön. Dann kommt hier eine Lampe in die Mitte. So ein bisschen. So, wo war das? Hier ungefähr, ne? Ja, nicht ganz die Mitte. Passt nicht ganz, aber zur Küche hin. Das Wohnzimmer, ja, ist ein bisschen doof, weil der Tisch so riesig ist. Normalerweise hätte ich das gerne hier so ein bisschen so eine Ecke. So eine Sofa-Ecke und hier könnte man eigentlich einen Schreibtisch hinstellen sogar, muss ich zugeben. Das wäre noch machbar.
Mal schauen. Könnt ihr noch einen Schreibtisch holen? Stuhl hätte ich sogar noch. Bräuchte ich nur einen Schreibtisch, ne? Guck mal gerade nochmal. Bestelle ich aber schon wieder eine Menge hier. Schreibtisch. Ein Bürotisch gibt's hier. Was ist das hier? Ein Schreibtisch. Computer gibt's ja auch. Computer kostet sogar 2000. Wow. Der kostet 400, der Schreibtisch. Krass. Ja, komm. Ja, damit ausnahmsweise, weil es Emilia ist, kriegst du noch den. Dann habe ich echt die ganze Knete schon wieder verbraten. Mann, Mann, Mann. So, den Kram verkaufe ich jetzt hier noch. Die brauche ich ja nicht mehr. Das geht jetzt alles raus hier. Dann habe ich wieder Platz in meinem Inventar. Zack. Das geht weg. Na, hau raus. So, und das noch. Na, kriege ich immer 944 wieder. Dann habe ich zumindest wieder was raus. Das kommt hier rein. Das kommt dahin. Die muss ich noch einbauen. Und das Essen bleibt dann hier so. Und die Kacke kann ich noch wegräumen. Rein damit. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit stottert das irgendwie so komisch. Ich weiß auch nicht, was hier los ist heute. Merkwürdig, merkwürdig. Na gut. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.